Wir reden alle von Digitalisierung, wir reden von Sustainability. Ja. Hier hast du immer Sonne, hier hast du immer Winter. Dann hatte ich die Idee 2016, aus der Insel machen wir ein Beispiel, wie die Welt mal sein könnte. Sowohl hinsichtlich Technik, aber auch wie Menschen miteinander umgehen. Ein Makerathon ist ein Make-Marathon, ist ein Projekt, das in Zeitraffer, in wenigen Stunden oder Tagen abgehandelt wird. Fängt an mit Teambuilding, mit Maken und am Schluss präsentieren. We're facing challenges in real life and they're not similar to the theory we learned there. So now we got a lot of problems and now we have to solve them. And I think this is how we worked after that in our work life. Es ist eigentlich völlig egal, wer von woher kommt. Man arbeitet im Team, man möchte zusammen etwas bewerkstelligen, etwas hochziehen. Man möchte stolz auf seine Leistung sein. Und das merkt man. I like the atmosphere, how you can meet different people from different backgrounds, from different countries and learn to work with them. But also have fun. Die Studenten sind natürlich noch mal offener. Sie sind freier, sie gehen auch noch mal über ihre Grenzen hinaus, probieren was aus, was sie in der Universität dann nicht so machen und haben Spaß am Umsetzen. I believe the future is all about what we do now, especially us young talents. We need to be creative now, we need to act now and think of out-of-the-box solutions right now. I probably made friends for life and the networking with the companies was also awesome. It's one of the best things in university that's happened to me. Especially if you're young, you need to know that there is something such as STEM and that it's fun and it's not just physics and math and calculating, but it's also hands-on working and it's something that's enjoyable and fun to do. Dieser spielerische Aspekt darüber, was Neues zu schaffen, das fördert Kreativität und das fördert eben auch Skills, die wir brauchen für morgen, für die Zukunft. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass es Neugier schafft. Und wenn ich Sinn bekomme, dass Leute neugierig werden und dabei noch Spaß haben, dann habe ich eigentlich das Wichtigste erreicht, weil dann fangen die Leute an, selber sich Wissen anzulernen und Wissen ist eigentlich die einzige Ressource, die sich mit der Nutzung vermehrt. Wir haben jetzt insgesamt knapp 1000 Leute. 500 kommen von der Insel, der Rest letztendlich international mit einem hohen Fokus auf Deutschland, weil wir wollen ja Deutschland auch voranbringen. Kinder sind die Zukunft. Von dem her müssen wir heute jetzt einfach schon schauen, dass wir langfristig die Gesellschaft in eine gute Richtung entwickeln. Ja? Das dauert Zeit, da brauchst du Liebe, da brauchst du Engagement, ja? Da brauchst du Energie. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja? Und deshalb wollen wir mit einfachen Mitteln Leute locken. Ja? Und da haben wir bei dem Projekt EduDemos, Educational Kids und Demonstrators for Sustainability, haben wir so kleine Demonstratoren gebaut. Ohne Technik ist die Welt definitiv nicht gut. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir das letztendlich mit Verantwortung jetzt und auch in Zukunft tun. Und da ist Bildung die Basis für alle.